Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Haul. Ich war schon seit mindestens 2 Wochen nicht mehr beim Rossmann. Und da ich Klopapier gebraucht habe und Feuchttücher, also für den Mopes, feuchtes Toilettenpapier, dann habe ich mir gedacht, ich drehe auch einen Haul und zeige euch, was ich mir so gekauft habe, weil es ist ein bisschen mehr geworden. Kassenzettel ist auch hier. Ist auch dabei. So, und natürlich, das Klopapier ist nicht mehr hier, aber ich habe mir die Ceva bewährt 2,75 € gekauft. So. Fangen wir gleich an und ich erzähle euch, was ich mir gekauft habe. Schau mal. Rossmann wünscht frohe Weihnachten. Haha, sehr süß. Ich fange an mit Backpapierzuschnitte. Ich habe in die Rossmann-App angeschaut und da war ein Coupon dafür. Für, ich weiß nicht, 20% oder ich weiß nicht, hier sind insgesamt also 14 Cent gespart und das Backpapier hat 95 Cent original gekostet, also ungefähr 80 Cent habe ich dafür bezahlt, nicht vergessen, ich habe noch den 10% Gutschein gehabt, also 80 Cent oder so, keine Ahnung, 75 Cent habe ich dafür bezahlt, sowas braucht man immer im Haushalt, ich back relativ viel. Also ich schmeiße immer wieder was in den Backofen, deswegen ich brauche sowas. Dann habe ich mir, ich habe mir 2 von diesen Kleenex Cosmetic Tücher und die haben 99 Cent pro Stück gekostet, die waren hier im Angebot. Ich habe keine Ahnung, was die normal kosten. 80 Stück, 3-lagig und ja. Kosmetiktücherbox, ja. Nase putzen oder Sachen wegräumen, passt immer. Meine Nägel, die sind übrigens nicht schmutzig, also ja, ich habe meinen Lipstick sauber gemacht und es ist mir hängen geblieben auf die Nägel. Ja, übrigens, ich trage hier einen sehr dunklen von Wet n Wild zusammen mit einer von Kylie. Der ist sehr herrlich und dann ist das diese Farbe geworden. Aber Depp weiß nicht, was das für Farben sind. Ich müsste mir, ich glaube, ich habe noch eine Strawberry Cheesecake und Caramel Apple Pie Tee gekauft für 1,83 € pro Stück. 20% oder 25% gab es bei Tees und Handdeckkanne und natürlich dazu die 10%. Also es geht. Es gibt natürlich günstiger in Angebot, 1,49 €, aber kann man damit leben. Lieblingstee muss ich immer wieder haben. 2 von die großen Wattepads, Maxi Wattepads von Isana, sehen so aus und die haben Isana Wattepads für 59 Cent pro Stück. Ich brauche sowas, also Augen-Make-up-Entferner drauf und ein Wattepad reicht mir eine Seite für eine Auge und die andere Seite für die andere Auge. Das habe ich für die Arbeit gekauft, die Schokowürfel von Rittersport, die waren im Angebot für 1,88 € und deswegen dürfen wir mit, weil wir haben so ein Eck, wo wir alle Süßigkeiten verteilen und ja, warum nicht? Muss man auch naschen, ne? 8 Stunden. Dann März Spezial Antifaltenmaske Soja und Ginkgo, die geht aus dem Sortiment, glaube ich, für 25 Cent. Ja, die habe ich noch nie gehabt und ich freue mich. Dann dies limitiert, entspannen und erfrischen, Granatapfelmus-Maske von Isana für 29 Cent. Kenne ich nicht und ich müsste es
ja, für den Preis habe gedacht, okay, teste mal so. Dann, ja, wie schon angekündigt, noch ein Tee, ein Strawberry Cheesecake. Das ist meine Lieblingssorte. Ja, Geschenke und so weiter, für Verlosungen und für, ja, allgemein brauchen wir sowas. Dann, ich habe in Rossmann gesehen, es gibt Paw Patrols Überraschungseier und jemand freut sich. Ich habe zwei gekauft, aber einer ist schon weg. Kinderhalt. Cotonelle feuchte Toilettentücher. Ich habe mir alle Sorten gekauft. Die waren im Angebot für 1,29 Euro. Und für einer habe ich einen Coupon gehabt für 10 Cent. Also, na, es gibt erstmal die Sorte Mein Spa-Erlebnis mit Orangenöl. Hoffentlich riecht das nicht arg nach Orange. Dann Sauber pflegen mit frischer Baumwollduft. Dann Mein Spa-Erlebnis mit grüner Tee und Jasmin. Und natürlich Pflegen mit Kamille und Aloe Vera. So schauen die aus. Und ja, vier Stück. Ja, seitdem der Kleine auch aufs Klo geht, gehen die Dinger relativ leer, relativ schnell leer bei mir. Und ja, ich habe es mir nachgekauft. Der Color Expert mit Omega Plex von Schwarzkopf. Das hat 1,15 Euro gekostet, das war die letzte. Ich finde die gut, also für 1 Euro, 2 Euro finde ich die gut. Originalpreis, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Euro, keine Ahnung, das war mir nicht wert. Aber so für den Preis, also 1,15 Euro, super. Es ist ein okay Produkt, würde ich empfehlen. Dann ging, glaube ich, aus dem Sortiment das... Wie heißt du? Isana Bud Secret Rose für 1,10 Euro. Das riecht, ich habe dran gerochen. Ich habe Angst gehabt, dass es arg nach Rose riecht, aber ich finde, die riecht nach, ja, blumig und Beeren. Also für 1,10 Euro macht man nichts Falsches. Habe ich dann mitgenommen. Dann, hoppala, sind fast durch. Es gab, also als ich dieses Video drehe, es gab 25% auf fast alles dekorative Kosmetik bei Rossmann. Und ich wollte unbedingt zwei Sachen haben. Und die habe ich tatsächlich ergattern können. Und vor einmal war diese Rival de Look Nights to Remember Eyeshadow Palette. Ich habe mir schon seit lange keine Schattenpalette mehr aus der Drogerie gekauft. Aber ja, das war so ein Hype und diese Palette überall. Ich habe die überall im Instagram gesehen. Dann habe ich gedacht, okay, die muss mit. Und die hat Rival de Loop 4,99. Ja, Originalpreis war für 99. 4,99 oder 5,99? Ich weiß es nicht mehr. 4,99, ne? Sie kommt mit so einem Spiegel und die Palette sieht so aus. Also ich finde, die sieht sehr schön aus, aber bestimmt, ihr kennt die bestimmt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. So cool, cool Töne habe ich noch in die, wie heißt die? Die Lorac Pro. Aber die ist gut pigmentiert, Leute. Leute. Das ist nicht schlecht. Mach mal noch diesen dunkelbraun. Okay. Also, dies. Also, okay. Fingerswatch, super. So viele cool-toned Paletten habe ich nicht mehr. Wie gesagt, die Lorac 1. Die ist noch so in dieser Richtung. Und dann habe ich noch die Dream On Highlighting und Bronzing Palette. Die musste ich auch unbedingt haben. Schaut mal her. Und das ist so weich, also das kommt nicht runter, diesen Glitzer. Oh, die sieht sehr schön aus und kommt auch mit ein Spiegel. Und die Palette sieht so aus. Und ja, ich wollte die unbedingt haben. Die war auch so überall auf dem, ja, im Internet.
13 Gramm sehe ich gerade. Und sie ist in China gemacht. 2 Jahre Haltbarkeit. Und die wahrscheinlich auch 15 Grad und made auch in People's Republic of China. Und ich war gar nicht drinnen. Butterweich. Ich werde nicht alles swatchen. Butterweich. Okay. Ja, für den Preis 3,99. Echt cool. Also, die musst du auf jeden Fall mit. Ja, und als ich das gesehen habe, diese Palette, ich habe diese Pigmente auch gesehen, Holo Pigments, und der sah relativ holographic aus und der heißt 01 Spotlight, Pigmente für Gesicht und Dekolleté. So, schauen so aus. Ich versuche mal mit der anderen Hand. Die sind geklebt, was ich sehr gut finde. Weil sonst sind da Fingerabdrücke überall. Was soll ich damit? Doch. Schauen wir mal. Swifter kann weg. Auch hier. Und. Oho. Okay, ich habe minimal was in die Kappe rein. Und schauen wir mal. Ist das holographic oder ist das nicht? Oh ja. Ja, das ist so eine rosa, gold-lila Schimmer. Sehr schön. Ja. Ja, mit einer Base natürlich. Ja, also das habe ich mir mitgenommen. Für 1,99, ja. Genau. Und dann wollte ich euch noch zeigen ein paar Sachen, die ich mir im Internet bestellt habe bzw. zugeschickt bekommen habe. Und zwar erstmal zeige ich euch das hier, Summer Food, The Perfect Food Wonder, Original Excellent Dermatest 2017, diese Fußmaske. Ich wurde von der Summer Food Team angesprochen, ob ich so einen Test machen will. Und ich habe gesagt, ja, sehr gerne, aber ich werde natürlich ein ehrliches Review abgeben und drehen. Und ja, ich habe mir so vorgestellt, dass ich alles filme oder fotografiere, dass ich euch genau zeigen kann, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe es noch nicht probiert. Das werde ich wahrscheinlich nächste Woche anfangen. Und ja, ihr werdet dann Step by Step, ihr kennt meine Produkttester. Also wenn ich teste, sehr oft mache ich das, also täglich, ne? Dass ihr auch seht. Und ich merke jetzt, die zeigen so, wie das ausschaut, was da machen muss und so weiter und so fort. Ich bin gespannt. Die Anleitungen sind auf Englisch und auf Deutsch, was ich sehr gut finde. Not tested on animals. Gut, ja, ich werde euch das verlinken in die Infobox. Ich habe, also wer die kennt, ich habe auch einen Coupon-Code. Ja, mehr Infos werdet ihr in die Infobox finden. Und wie gesagt, ein Review kommt bald und ich freue mich drauf, weil ich sowas noch nie probiert habe. Und ich tue schon meine Füße vorbereiten, also ich tue meine Füße nicht mehr eincremen, dass wir genug rau und trocken trockene Haut haben, dass wir alles schön peelen. Peel Porner, kennt ihr Simply Nail Logical? Die Christine? Verrückte, also sie ist mit dem Nagellack peelen und so werden wir das machen, aber mit der Haut klingt eklig, aber ich freue mich. So, danke schön an die Summer Food Team. So, und danach, ich habe mir im Internet in China bestellt, so zwei von diesen, wie heißen die, Gottes Willen, nicht holographic, Mirror Nails Powder, genau.
Und ich habe mir einmal so ein, ja, gold, lila, also seht ihr das? Ja, genau, gold und lila und grün. So schaut das aus. Und der andere ist so mehr ins goldgrün, blau, türkis, so Chamäleon halt. Bin gespannt. Meine Nägel sind wieder grausam. Ich mache für mich selber einen Test. Ich habe nicht mehr Zink-Lutschdinger genommen und es liegt tatsächlich daran, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Und ja, ich merke, ich habe es nicht mehr gelutscht, gekauft und so. Und meine Nägel sind sehr brüchig geworden. Und dann broch eine und dann die andere und dann bis zur Haut. Und danach war ich alle nervös und ich habe die gekaut. Und das ist nicht schön natürlich, aber ja, ich habe es getan. Ja, so, das war mein Haul. Wie gesagt, ich werde euch die Summerfood Links in die Infobox posten und dazu kommt natürlich auch ein Review. Und ja, der Rest, das habe ich gekauft. Gefällt mir sehr gut und ja, wir sehen uns beim nächsten. Ciao und alles Gute. Es ist Dezember. Bleib mir gesund und viele Geschenke und ja, viel Freude.